Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist Mittwoch und mein Vater ist jetzt der zweite Tag zu Hause und ja, die 5 Wochen, wo mein Vater in Kur war, sind vorbei und jetzt beginnt wieder Alltag. Und ich dachte, ich werde heute zum Thema machen, wieder zurück in Alltag. Und ja, also ich fange jetzt einfach mal an und zwar mit: Als mein Papa gestern nach Hause gekommen ist, war ich zum einen Teil sehr froh, meinen Vater wieder zu haben, aber zum anderen Teil war es mir auch total flau im Magen, so nach dem Motto, eine Veränderung, etwas Ungewohntes, etwas, was jetzt eine Weile lang weg war, was Ungewöhnliches und vor allem auch wieder ganz neue Geräusche, auch Gerüche, auch wenn sich das jetzt verrückt anhört, aber auch Gerüche natürlich, neue Tagesabläufe und vieles, was jetzt zurzeit möglich war, nämlich sowas wie spontan einfach mal irgendwo hingehen oder so, müsste jetzt anders geplant werden, weil ja jetzt wieder 3 Leute im Haus sind und man jetzt wieder für 3 Leute denken, arbeiten und tun muss. Und natürlich auch, ich habe meine Mom heute noch kaum gesehen, also die ist total mit Wäschewaschen beschäftigt, was auch wirklich gut ist, weil besser jetzt als in 3 Wochen und dann hat man so einen miefigen Wäscheberg. Aber es ist trotzdem total komisch. Einerseits freut man sich riesig, dass mein Vater da ist. Also ich freue mich über die Person, mein Vater, dass er wieder da ist. Aber andererseits zum Thema Veränderung freue ich mich gar nicht. Also dieses... Ist schon eine komische. Ein Teil von mir freut sich riesig, mein Papa ist endlich zurück. Ein Teil von mir hätte jetzt gerne den gewohnten Ablauf vom Tag wieder, weil so nach 3 Wochen gewöhnt man sich nach einem neuen Ablauf ganz allmählich. Und jetzt, ja, und so nach 5 Wochen ist es dann wirklich so, dass man das Gefühl hat, ja, das ist so Alltag und dann ist es einfach komisch, irgendwie das wieder zu ändern. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich nicht freue, sondern dass es jetzt eher so ist, dass ich mich gerne umstellen auch möchte. Ich freue mich jetzt natürlich riesig auf Dinge, die mein Vater nicht so geplant haben. Wir wollen zum Beispiel die Pommes essen gehen zusammen und noch ein paar andere Kleinigkeiten machen. Ich möchte meine neue Pflegerin vorstellen, meine neue Wärmflasche will ich auch noch ihm zeigen. Ich habe meinem Vater gleich direkt am ersten Tag, nämlich gestern am Dienstag, sein Geburtstagsgeschenk überreicht. Das war so ein Plüsch-Emoji. Ja, kann ich euch ja vielleicht, falls es mir erlaubt, mal zeigen. So mit Herzaugen und dann das andere war noch eine Karte. Und es gab, auch wenn ich Vegetarierin bin, gab es ein Weißwurst-Frühstück, wo ich dann allerdings keine Weißwurst gegessen habe, sondern einfach nur ein Wecken. Und nach dem Wecken war es mir total übel, also ich gebe es zu. Ich glaube, ich habe zu schnell gegessen, aber naja. Es war natürlich auch so, ich habe auch, was mir aufgefallen ist, ich habe auch meinen Vater 3 oder 4 Mal umarmt, weil ich einfach gar nicht erst so richtig glauben konnte, dass er wieder da ist. Es war irgendwie so total komisch, so surreal. Also einerseits war es so, ja, da ist er und er sitzt vor mir. Und so andererseits war so der Gedanke, aber er ist doch gerade noch weg gewesen und jetzt ist er plötzlich da. Und ja, ich bin ins Bett gegangen und da war Papa nicht da. Und jetzt bin ich aufgestanden und Papa war da. Und voll komisches Gefühl so. Was bei mir auch noch natürlich so mit beigespielt hat und was ich dann auch sofort gemerkt habe, ist, ich habe ja die letzten Wochen hatte ich ein paar Themen, die mich auch so richtig beschäftigt haben, die mich nervös gemacht haben, die auch in gewisser Form aufwühlend waren. Und nur durch ein bisschen Reden mit meinem Papa und einfach ihm das alles so erzählen, habe ich mich plötzlich, weil er wieder da war, viel besser gefühlt und auch viel sicherer. Und ja, sowas wie, ich werde wahrscheinlich voraussichtlich meinen Therapeuten wechseln und einfach seine Meinung zu sein Gesicht zu sehen, seine Meinung zu hören, ihn seine Präsenz zu spüren, wenn man so mal formulieren will, hat mir schon unglaublich geholfen, einfach mal so die Sache ja neu zu betrachten, anders zu betrachten, einfach mal mich geschützter, geborgener und sicherer zu fühlen auch.
So ein anderes Projekt von mir ist, ich suche gerade zurzeit ein Buch, wo ich Tagebuch schreiben kann. Aber ich habe schon eins ausgesucht, das ist auch das perfekte Buch. Aber ja, jetzt muss ich gerade noch überlegen, wie ich das am besten anstelle, dass ich das schnellstmöglich erhalte. Aber voraussichtlich kommt es nicht vorm 15. nächsten Monats. Was aber davor noch kommt, ist ein Zahnarztbesuch. Und zum Beispiel, was der macht, hat mich auch sehr lange sehr nervös gemacht. Ich habe so richtig die letzten Tage diese Vorzahnarzt-Nervosität gespürt. Und dann war da mein Vater, er ist einfach nur da gestanden und plötzlich war es mir egal. Da habe ich mir so gedacht, naja, sei es drum, dann ist halt der Zahnarztbesuch, aber jetzt ist es wichtiger, mein Papa ist wieder da. Und ja, ich hätte es nicht gedacht. Ich meine, meine Mutter hat am Tisch gesagt, es ist ungewöhnlich, dass Kinder oder Erwachsene mit 23 so sagen, dass sie ihren Papi so vermissen. Aber ich sag's wie es ist, ich habe meinen Papa unendlich vermisst und hab's so erst so richtig gemerkt, jetzt wo er wieder da ist. Und ja, ich weiß, vermissen ist eine Gefühlsregung, aber ja, es ist auch dieses Gefühl der Gewohntheit, der Sicherheit, der Geborgenheit, des Schutzes, des ja, so dieses Papa. Es ist einfach Papa. Dieses Gefühl ist einfach nur, wenn ich kann es nicht so richtig beschreiben. Ich hoffe, dass meine Beschreibung so ein bisschen was hergemacht hat. Aber einfach jetzt zu sehen, dass er wieder da ist, war wirklich schön. Was ich so euch bis jetzt über die Kur sagen kann, war, es geht ihm recht gut. Er ist heute etwas erschöpft von gestern. Da hat er noch sehr viele Behandlungen gehabt und vor allem hat er auch Koffer packen müssen. Der musste auch sehr früh aufstehen und ja. Entschuldigt. Ich habe ganz schlecht geschlafen, weil ich habe mich auch so riesig darauf gefreut, dass mein Papa nach Hause kommt. Und wie ich schon mal gesagt habe, wenn ich dann sowas habe, dass ich dann auch manchmal nervös werde oder so. Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich euch zu diesem Thema so auf die Schnelle gerade sagen kann. Was ich noch sagen kann, ist, was ich bemerkt habe, ist, wir sind sehr schnell in den Alltag zurückgegangen. Meine Eltern haben sich benommen, als ob mein Vater die ganze Zeit da gewesen wäre. Und auch für mich war es jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie was Ungewöhnliches hatte. Was ich allerdings ehrlich gesagt lange gedacht habe, war, dass wenn mein Vater nach Hause kommt, dass ich ihn nicht wiedererkenne. Das war meine größte Sorge so, weil ich habe lange gebraucht, bis ich ihn mal endlich erkenne. Und ich hatte so richtig Angst davor, dass er nach Hause kommt und ich dann einen fremden Mann in der Küche sitzen sehe. Phänomen vom damals wieder. Aber auch wenn er sich äußerlich verändert hat, habe ich ihn trotzdem wiedererkannt. Und das ist einfach für mich so was Beruhigendes gewesen. Es war übrigens auch das erste Mal, dass mein Vater und ich jemals, seitdem ich denken kann, so lange getrennt waren. Unser bisheriger Rekord war mal eine Woche und jetzt sind es 5 Wochen gewesen und ja, es war schon komisch. Meine Mutter und ich waren mal 3 Monate getrennt, aber das ist eine andere Geschichte und da war ich auch noch viel jünger. Das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Habe ich ja heute auch so gesagt, so Mama, ja. Sie hat dann zu mir gesagt, also während damals, als sie weg war, war ich sie wohl besuchen und dann waren unsere beide Sätze, aber erinnern können wir uns nicht mehr so richtig dran, das ist schon so lange her. Und ja, es war auch nicht so wirklich wichtig in dem Moment, weil ich war einfach jünger, habe es nicht mitbekommen und da war es einfach so dieses, ja, es war einfach nicht so wie jetzt. Mein Vater hingegen, der ist seitdem ich adoptiert bin, das heißt jetzt wirklich seit mindestens 21 Jahren, war er nicht ein einziges Mal länger als eine Woche von mir getrennt. Und das war jetzt einfach mal auch für mich ein neues Erlebnis. Und ich habe einfach für mich auch gelernt, wie wichtig mir in solchen Punkten dann doch die Familie ist und dass mir auch dieses, dass wir zusammen sein können als Familie, am Tisch sitzen, zusammen essen, reden, ich die Möglichkeit habe, meinen Vater in den Arm zu nehmen. Entschuldigt, dass ich gerade, falls jemand bemerkt hat, dass ich gerade nach oben geguckt habe. Ich habe ja diesen großen Spiegel und im Spiegel spiegelt sich mein Hase, der androht, gleich an seinem Tränke zu trinken. Und ich will gucken, ob ich das Video nicht noch zu Ende bringe, bevor er anfängt zu trinken. Ja, aber auf jeden Fall, jeden, der sowas auch mal erlebt oder so, ich würde mich interessieren, wie ihr das seht, wie das bei euch war. Erzählt mir gerne eure Geschichten in den Kommentaren. Ich mache an diesem Punkt Schluss, weil ich bin total müde und ja.
Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, dass wir uns dann am Freitag wiedersehen. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare oder eine E-Mail oder an die bell.rietmer@outlook.com oder auch eine Nachricht auf Twitter oder Facebook. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Tschüss.